Yo, was geht? Yumi freut sich auf mein Part, was ich lustig finde, weil bei dem tue ich das nicht. Alright, okay. Get this freestyle content im Online-Battle, let's go. Was für Finale, eure Runde war ein Witz. Yumi battelt nicht uns, Yumi battelt die Frist. Seit Oktober warten alle, dass die Runde endlich kommen wird. Wie willst du gewinnen, wenn deinetwegen alles gestorben ist? Ihr seid alles Nisko mit Substanz ins Battle. Und Yumi hält erstmal die Fresse. Der dicke Pick-Me finde ich echt schwierig. Wer schreibt in seiner Story, dass er selbst verliebt ist? Dein Gimmick mit Davis macht das Ganze nur noch schwächer. Bei Young Mom bei uns, ich war das sind gute Engel. Wir nehmen euch an jeder Stelle hoch gegen. Das sieht aus wie ein Camel Toe. Selbst für Mitleid, mein Arsch. Ich bin der, der dich fickt. Shit. Hörst du eigentlich selber, was du in deinen Texten kickst, Bitch? Yumis letztes Battle, weil man weiß, dass ihm dafür alles fehlt. Yumi macht keine Battles mehr, weil es da um andere geht, ey. Kennt ihr diesen einen Kollegen, mit dem es echt anstrengend ist, über etwas zu reden? Denn der legt das Thema um, nur von sich selber zu erzählen. Wenn nicht, kann ich da nur Yumi empfehlen. Du denkst in Stereotypen, die so weit entfernt sind, Dude. Yumi sieht nen Po und denkt, haha, oh mein Gott, ne Kuh, zweimal. Und Rains Part war echt schwach, vor allem, weil er das doch selbst sagt. Ich bin nicht Kimo, hab ich kapiert, dennoch fühle ich mich wie er, weil ich über Vögel rap und am Ende, wer krepiert, in dem Fall ihr, ich wette mit dir, dass du nicht im Ansatz wusstest, was Yumi für ne Scheiß produziert. Denn das, was ihr macht, nein, das ist kein Team, Ihr rappt nen Part und Yumi muss die Parts nur reinziehen. Ey, das Battle juckt Yumi nicht, Digga, was ne krasse Punchline. Deswegen lässt er sich ja fast nur ein halbes Jahr Zeit. Erstmal danke an euch beide, dass ihr euch dazu herabgelassen habt, mal das Finale einzureichen. Denn wie lange haben wir denn schon die Frist verlängert? Ey, wir steppen ins Finale ohne eine Gegenwehr und es hat sich immer noch nichts geändert. Yumi sagt, ich kann nicht Nein sagen. Alter, damit hast du alles gefickt. Aber das können wir ändern, wenn ihr mich fragt, ob ihr damit das Finale gewinnt. Nein, Rain, deine Fronts mit Kimo. Mit deinem Partner kommt das ja wirklich mies, Bro. Ey, Yumi, was war das für ein kranker Part? Frist geht so 30 Tage und du, so mein zweiter Part, geht ein halbes Jahr. Ey, aber ich bin ja ein Pick-Me-Boy. Ey, wie konnte ich jetzt diese billige Scheiße? Wie wär's erstmal damit, deine Frist einzuhalten? Halt mal deine Fresse, Yumi, was soll ich denn von deinem Gestammel da halten? Besser wär nach einem halben Jahr warten, du hättest mal lieber schön die Klappe gehalten. Ganz ehrlich, ihr jagt mir mit eurem Video keine Angst ein. Alleine wegen der Frist habt ihr schon mehr Minuspunkte als Punchlines. Aber mal abgesehen davon, das Video, was sagt es drüber aus? Außer dass Yumi und Neff zeigen, dass ihr beide nach dem Bett Taschentücher braucht. Ihr Schweine, eure Zeilen sind hier leider nichtig. Yumi und Rain sind scheiße. Ich schwöre, Georgie hat gesagt, dass er euch scheiße findet. Fuck, ihr kommt mit Style Switch. Erwähnt ihr gerade öfter, das ist lustig, du Hund, aber ihr kommt mit Style Switch. Doch was soll ich sagen, Yumi nuschelt nur rum. Ich weiß nicht, Boys, wo waren da bitte die Punchlines? Yumi ist wie die Kuh im Intro. Ja, weil er ins Gras beißt. Anstatt zu punchen, sieht man Yumi gerade im Wald noch gegen Bäume singen. Willst du gerade eben eine Battle-Runde machen oder cosplayst du gerade das Horror-Kid? Du toter Kokiri. Geh mal lieber wieder Pferde stehlen, aber das passt ja, denn du bist grad lost in den Woods und weil du mir ziemlich auf die Nerven gehst. Georgie gründet Next Up. Rain, mal ehrlich, du hast dich grad mit diesem Engel blamiert. Rule gründet Next Up und es ist am Ende gescheitert wegen Rappern wie dir. Ich hab ihm geholfen und das nenn ich Freundschaft. Ich muss dir ja sagen, wie das ist. Ich meine, du kennst das ja nicht. Dein Mate hilft dir nicht mal, das Finale zu gewinnen.